Hey Leute, eben hatte ich einen krassen Gedanken gehabt und sagte ganz im Sinne der Nachhaltigkeit, den Glasprodukt und Produkte im Glas, let's go. Alles ganz im Sinne der Nachhaltigkeit, darum geht es. Ich habe nachgedacht, habe gerade so viele Produkte im Glas, sogar auch meine Produkte, sogar, wo ich mir kaufe gerne. Darüber nachgedacht. Das war also rein theoretisch, nur theoretisch. Auch da ein 8 Cent oder 15 Cent Pfand drauf machen könnte, damit man die ganzen Produkte im Glas oder Getränkeglas, je nachdem, wieder im Geschäft auch die, wenn sie aufgebraucht hat, wieder im Geschäft abgeben kann. So könnte man, so denke ich jedenfalls, manchmal jedenfalls, dass man so Müllberge, Glasmüllberge vielleicht reduzieren könnte. Ich denke, so könnte man vielleicht theoretisch so Glasmüllberge reduzieren. So, wie denkt ihr dazu? Ich bin neugierig, ich interessiere mich dafür, was ihr dazu denkt. Das ist nur so ein Gedanke, so ein, der mir kam gerade mal. Wie denkt ihr darüber, wie man die Nachhaltigkeit noch verbessern könnte, wie man dann noch nachhaltiger in Sachen Umwelt noch weitermachen könnten? Schreibt mal eure Ideen in die Kommentare und schreibt mal eure Gedanken dazu in die Kommentare. Würde mich interessieren, einfach mal. Oder wenn ihr wollt, könnt ihr auch gerne ein Video machen und das auf YouTube hochladen, gerne. Und dann den Link dazu mir in die Kommentare rein tun. Und damit ich mir das Video angucken kann und dann mir mal eure Ideen mir angucken und anhören kann. Jo! Weil ich möchte schon ganz gern unsere Umwelt schützen und auch die Nachhaltigkeit manchmal noch irgendwie, dass wir es nach Nachhaltigkeit es noch besser machen können. Dann jo. Wie gesagt, da schreibt mal eure Ideen und eure Gedanken in die Comments, also in die Kommentare und dann, ja. Dann ich wünsche euch noch viel Spaß noch mit den Dingen, die ihr gerne macht. Ciao!